Deutschland, was ist das? Wenn man es in Umrissen zeichnen müsste, könnte man sagen, Deutschland ist heute die Bundesrepublik Deutschland, gegründet 1949. Ein Land in Mitteleuropa mit einer Fläche von 358.000 Quadratkilometern und 84 Millionen Einwohnern und einem der höchsten Bruttoinlandsprodukte der Welt. Ein parlamentarischer Bundesstaat mit der Bundeshauptstadt Berlin. Mitglied der Europäischen Union. Der erste deutsche Nationalstaat, das Deutsche Reich, wurde 1871 gegründet. Und dann? Diese Geschichte wollen wir hier nicht erzählen, noch nicht. Fangen wir doch ganz von vorn an. Nochmal ganz von vorn. Julius Caesar hatte im Jahr 50 vor Christus Gallien erobert und Gallien war nach seiner Definition das Land westlich des Rheins. Caesar definierte den Rhein als Grenze zwischen Galliern und Germanen. Das war nicht ganz korrekt, denn noch zu seiner Zeit lebten Kelten, also Gallier, auch in Süddeutschland. Caesar hatte den Rhein willkürlich festgelegt, um das Gebiet seiner Eroberungen zu definieren. Aber diese Festlegung sollte nicht ohne Folgen bleiben. Die Ausbreitung der Römer nach Norden fiel in die Zeit eines Klimaoptimums, also einer Warmzeit. Trotzdem waren die Gebiete jenseits des Rheins für die Römer wild und düster. Der Rhein selbst war eine Barriere. Nicht wegen der Wasserfläche selbst. Wasser kann überwunden werden. Aber in weiten Bereichen stellte die Rheinebene einen 30 Kilometer breiten Sumpfgürtel mit Wasserläufen und dichtem Wald- und Buschbewuchs dar. In Germanien war wenig kultiviertes und zugängliches Land zu finden. Viele dunkle und unübersichtliche Wälder erschwerten das Vorankommen größerer Militärverbände. Im Jahr 9 nach Christus geriet genau aus diesen Gründen eine solche römische Armee in einen germanischen Hinterhalt und wurde vernichtend geschlagen. Der Anführer der germanischen Milizen war ein ehemaliger römischer Offizier namens Arminius. Er sollte später romantisierend als Freiheitskämpfer Hermann in die nationale Geschichte des Deutschen Reiches eingehen. Dabei war er weder ein Deutscher noch ein Streiter für Freiheit, sondern ein Cherusker, der auf diese Weise sein persönliches Ansehen und seine Macht ausweitete. Später wurde er übrigens von seinen eigenen Leuten ermordet. Einen anderen Nachhall der Geschichte als der des Nationalhelden Hermann erkennen wir im Nibelungenlied in der Figur des Siegfried. Wenngleich beide Vorgänge, die Eroberung Galliens und die römische Niederlage im Teutoburger Wald, noch nichts mit deutscher Geschichte und mit den Deutschen zu tun haben, so haben sie aber etwas Wesentliches bewirkt. Während das von Rom eroberte Gallien romanisiert wurde und die lateinische Sprache sich in diesem Milieu nach und nach zum Französischen entwickelte, fielen die Gebiete östlich des Rheins niemals lange und nachhaltig unter römischen Einfluss. Hier entwickelten sich die heimischen germanischen Dialekte im Lauf der Zeit in die Dialekte des Deutschen.
Das war der Beginn der Grenze zwischen germanischen und romanischen Sprachen. Ein Gegensatz, der noch zu viel Unglück in der Geschichte beitragen würde. Aber bis dahin würde noch viel Wasser den Rhein hinabfließen. Europa im 6. Jahrhundert, ein halbes Jahrtausend nach der römischen Niederlage im Teutoburger Wald. Noch immer unterscheidet sich der Kontinent politisch stark von dem, was uns heute vertraut ist. Im Süden hatte der römische Kaiser Justinian soeben Italien sowie Teile Nordafrikas und Spaniens von den germanischen Barbaren zurückerobert, die sich hier niedergelassen hatten. Das heißt, die Barbaren waren noch da, ebenso wie die einheimische Bevölkerung, nur die Herrschaft hatte wieder einmal gewechselt. Im Norden hatten sich die Franken etabliert. Die Franken, das bedeutet die Mutigen, war ursprünglich ein Bündnis mehrerer germanischer Stämme gewesen, die gemeinsam einen Vorteil gegenüber anderen, einzelnen Stämmen erlangen konnten und sich ausbreiteten. Bis zum Ende der römischen Herrschaft in Gallien waren sie Föderati der Römer und waren von diesen zur Grenzverteidigung gegen andere germanische Stämme eingesetzt worden. Unmittelbar nachdem der letzte weströmische Kaiser Romulus abgesetzt worden war und Italien unter gotische Herrschaft geriet, nutzten die Franken das Machtvakuum, um sich in Gallien auszubreiten. Angesichts des Umstandes, dass die gallische Bevölkerung romanisiert war und romanisch sprach, und hinsichtlich des Umstandes, dass dort bis heute eine romanische Sprache gesprochen wird, sollte man davon ausgehen, dass jene fränkischen Germanen, die nach Gallien vorstießen, dieses Vulgärlateinische, das sich kontinuierlich zu einer neuen Sprache entwickelte, annahmen und selbst sprachen. Latein war die Verwaltungssprache gewesen und dieses Romanische, welches sich daraus entwickelte, blieb es auch. Das Land, in das die germanischen Franken hinein expandierten, wurde schließlich als Frankenreich, Frankreich angesprochen. Die romanische Sprache, welche die germanischen Franken angenommen hatten, wurde dementsprechend Frankesisch, Französisch genannt. Die französische Sprache, die französische Nation, der französische Nationalstaat und vielleicht auch der Hang zum Zentralismus gehen unmittelbar auf den Umstand zurück, dass diese Großregion im Westen Europas stets kulturell ungeteilt blieb, selbst wenn kulturelle Einflüsse einander ablösten. Natürlich gab es auch innerhalb Galliens regionale Kulturunterschiede, aber dominant war stets die Einheitlichkeit. Diese Erfahrung hat auch die Mentalität der Bewohner beeinflusst und diese wiederum wirkte auf Gallien respektive Frankreich zurück. Es gab ursprünglich ein keltisches Gallien, dann ein römisches und zuletzt ein fränkisches Gallien. Und wenngleich die Franken ein germanischer Stammesverband waren, überwog doch in der Identität der Masse der Einwohner der gallorömische Ursprung. Das geronnen zur französischen Identität, und zwar durchaus bewusst auch in Abgrenzung zu den benachbarten Germanen jenseits des Rheins. Östlich des Rheins war die Situation eine ganz andere. Hier konnte von Einheitlichkeit nicht die Rede sein. Schon in römischer Zeit hatten hier unzählige Stämme und Stammesverbände um die Vorherrschaft gestritten. Es entstanden immer wieder neue Bündnisse, alte Bündnisse vergingen und die Situation war höchst dynamisch, um es so auszudrücken. Und neben den Germanen im Norden und in der Mitte des Landes gab es auch noch keltische Bevölkerungsreste in Süddeutschland. Es gab die Slawen östlich der Elbe, es gab die Balten an der Ostsee. Ein buntes Völkergemisch. Es gab nicht nur keine Einheit, sondern noch nicht einmal den Wunsch, den Willen oder die Einsicht in Einheitlichkeit.
die römische Ordnungsmacht, die im Westen dafür gesorgt hatte, dass alles unter eine Kultur, eine Verwaltung und eine Sprache geriet, hatte im Osten östlich des Rheins gänzlich gefehlt. Und während im Westen römische Städte im Bereich der ehemaligen keltischen Siedlungen entstanden, blieb es im Osten jenseits des Rheins bei Einzelgehöften. Während also im Westen gewissermaßen die Antike fortgesetzt wurde, blieb Germanien prähistorisch. Prähistorisch mag als Kontrast etwas überzogen klingen, aber ich denke, es ist gerechtfertigt. Denn aus der damaligen Sicht heraus war sicherlich das Leben in Gallien begehrenswerter als das Leben in Germanien. Deshalb zog es ja die Germanen über den Rhein, deshalb hatten sich die Franken ja in Frankreich etabliert und deshalb konnten sie nun dafür sorgen, dass ihnen hier keine weitere germanische Konkurrenz erwuchs. Mir hatte der Märzwind ganz schön um die Ohren geblasen, aber der Wind of Change hatte die ostrheinischen Gebiete noch nicht erreicht. Der Appetit auf zivilisiertes Land, ohne dafür arbeiten zu müssen, ist sicherlich ein Grund für die Unruhe, die zu der Zeit in Europa herrscht und die man üblicherweise als Völkerwanderungszeit umschreibt. Ich will das Thema nicht vertiefen, es soll in einem späteren Beitrag eine größere Rolle spielen, aber es gibt mehrere Ursachen für die ungeheure Dynamik. Das Klimaoptimum hat nicht nur die Römer nach Norden gebracht, wo sie nun ihre mediterranen Früchte und Kräuter anbauen konnten. Im Norden Europas haben die höheren Temperaturen zu besseren Ernten geführt und in der Folge zu einer Bevölkerungsexplosion. Die überzählige Bevölkerung aus dem Norden drängt nun in angrenzende Gebiete. Gallien ist noch immer bevölkerungsärmer als vor dem Gallischen Krieg, in dem Caesars Soldaten 1 Million Gallier töteten und 1 weitere Million in die Sklaverei geführt wurde. Die vorrückenden Germanen, allen voran die Franken, siedeln das Land neu auf. Europa im 5. Jahrhundert. Im Jahr 474 bestieg Kaiser Zenon den Thron in Konstantinopel. Durchaus gegen Widerstände. Wenig später, nämlich 476, setzte der germanischstämmige weströmische Oberbefehlshaber der föderierten Truppen in Italien, Odoaker, den illegitimen Kaiser Westroms Romulus Augustulus ab und übernahm die Regierung. Zenon, der aufgrund eigener Probleme wenig Interesse für den Westen zeigte, stimmte dem Coup zu, indem er Odoaker als Patricius ansprach. Ein Herrschaftstitel. In Gallien entstand schon in den 460er Jahren nördlich der Loire ein Sonderreich. Syagrius war ein Mann aus dem gallorömischen Adel, sein Vater Aegidius war römischer Magister Militum der gallischen Truppen gewesen. Die Gründung des Sonderreichs war ein Aufstand gegen Rom. So sauber und übersichtlich, wie die Karte es darstellt, war die Situation zu der Zeit nicht. Es gab, wie gesagt, keine Zentralmacht und eine Anzahl von Warlords trat in Konkurrenz zueinander. So muss man auch Syagrius verstehen. Es wird übrigens auch nirgends erwähnt, wie groß sein Einflussgebiet wirklich war. Man weiß nur, dass er in Soissons residierte. Der fränkische Rex dieser Zeit war der Merowinger Childerich I., Er ist der erste tatsächlich historisch fassbare Herrscher der Merowinger-Dynastie. Denn bereits im 16. Jahrhundert hat man zufälligerweise sein Grab in Tournai im heutigen Belgien gefunden. Neben seinen Waffen, Tracht, Schmuck sowie Gold- und Silbermünzen trug der Leichnam einen Siegelring, der ihn eindeutig als Rex Childerich auswies. Der Titel Rex sollte in dieser Zeit mit Vorsicht betrachtet und eher mit Fürst als mit König übersetzt werden. Der Sohn von Childerich und seiner thüringischen Frau war Chlodwig. Seit 481/82
war er nach dem Tod seines Vaters Rex der Saalfranken. In der römischen Sichtweise war Chlodwig ebenso wie zuvor sein Vater Verwalter der Provinz. Der Titel Rex hingegen verlieh ihm militärische Autorität gegenüber seinen eigenen Leuten. 486 besiegte Chlodwig bei Soissons den aufständischen Syagrius und erweiterte dadurch das Einflussgebiet der Franken ganz erheblich. Damit diente er nicht nur sich selbst und seinen Gefolgsleuten, sondern durchaus auch dem römischen Reichsgedanken. Ein wichtiger, entscheidender Sieg Chlodwigs war der gegen die Alemannen in der Schlacht von Zülpich 496. Das beantwortete die Frage der Vormachtstellung am Mittelrhein und entschied die Konkurrenz zwischen Alamannen und Franken zugunsten letzterer. Viel entscheidender noch als diese beiden Siege war für die Franken aber Chlodwigs Entscheidung, sich nach der Schlacht von Zülpich taufen zu lassen. Und anders als andere germanischstämmige Herrscher vor und neben ihm, nahm er nicht den arianischen, sondern den katholischen Glauben an. Das war von höchster Tragweite, das eine Akzeptanz in der römisch-katholischen Welt mit sich brachte, die andere germanische Fürsten bis dahin niemals hatten. Chlodwig konnte zu Beginn des 6. Jahrhunderts den Rest Frankreichs bis auf die Bretagne und die burgundischen Gebiete auch noch erobern und starb schließlich im Jahr 511. Das Frankenreich aber wurde nach römischem Vorbild unter seine vier Söhne aufgeteilt. Genauso wie in der römischen Tradition bestand diese Teilung ausschließlich als Herrschaftsteilung und nicht als formale Reichsteilung. Tatsächlich war das Frankenreich unter Chlothar dem I. wieder vereint. Nach dessen Tod wurde es wiederum unter seinen Söhnen aufgeteilt. Diese Teilungen waren nicht permanent, wie gesagt. Es waren lediglich Herrschafts-, aber keine Reichsteilungen. Allerdings begann sich nun im östlichen Teil des Reichs eine eigene Identität zu entwickeln. Um das noch einmal zu vergegenwärtigen, der Rhein war seit den Zeiten der Römer eine Sprachgrenze. Keine völlig undurchlässige, aber eine spürbare. Es gab durchaus auch eine Übergangszone entlang des Rheins, in der man möglicherweise häufiger zweisprachig war. Aber grundsätzlich war der Westen romanisch, was einmal französisch sein würde, und der Osten war germanisch und daraus würde das Deutsche entstehen. Unter dem Frankenkönig Chlothar II. Setzte der Osten jedenfalls durch, einen eigenen Unterkönig einsetzen zu dürfen. Das wurde Chlothars Sohn Dagobert, der schließlich der letzte bedeutende Merowingerkönig des Reiches wurde, nachdem er 629, nach dem Tod des Vaters, Herrscher des Gesamtreiches wurde. Dagobert hatte Aquitanien und Burgund unter seiner Herrschaft und errang Siege gegen die Basken und die Bretonen, sodass auch letztere sich unterwarfen. Gegen die Slawen an der Ostgrenze musste er hingegen eine Niederlage einstecken. Seine Berater waren Pippin der Ältere und Arnulf, der Bischof von Metz. Beide gehörten der Familie der Pippiniden an, aus denen später die Karolinger hervorgingen. Pippin war Hausmeier am Hofe des Königs in Paris. Das Amt des Hausmeiers, des Major Domus, war seit der Völkerwanderungszeit ein höfisches Amt bei den Franken, aber auch bei Burgunden, Goten und Vandalen. Den Hausmeiern oblag zunächst die Oberaufsicht über das unfreie Gesinde am Hof. Im Lauf der Zeit weiteten gerade die fränkischen Hausmeier ihre Macht immer weiter aus. Sie wurden die Verwalter des Königshofes und wichtigste Berater des Königs. Nach dem Tode Dagoberts floss die tatsächliche Herrschaftsmacht immer mehr den Hausmeiern zu. Um die Mitte des 7. Jahrhunderts adoptierte der Merowingerkönig Sigibert III. Sogar den Sohn seines pippinidischen Hausmeiers Grimuald auf dessen Betreiben hin und setzte ihn sogar als Erben ein.
Nachdem der König jedoch einen eigenen Sohn gezeugt hatte, sorgte nun der Hausmeier dafür, dass dieser nach Irland in ein Kloster verbracht wurde. Letztlich aber ging dieser Staatsstreich fehl und Grimoald wurde hingerichtet. Es schien jetzt so, als sei die Macht der pippinidischen Hausmeier gebrochen. Allerdings gelang es schließlich Pippin dem Zweiten, dem Mittleren, im Jahr 687 in der Schlacht von Tertri gegen den rechtmäßigen fränkischen Herrscher die Macht der Hausmeier und der Pippiniden erneut zu festigen. Tatsächlich war das der Startschuss für den finalen Aufstieg der Dynastie. Hierhin geht unsere Reise, zum Aufstieg der Pippiniden als neue Dynastie der Karolinger über Karl Martell und Pippin den Jüngeren zu Karl dem Großen und dessen Kaiserkrönung in Rom. Aber für diesen Geschichtsabschnitt sollten wir uns etwas Zeit nehmen und in der nächsten Folge ausführlicher widmen. Einstweilen aber die Frage, warum diese Folge von mir mit »Die Ursprünge« überschrieben wurde. Ist denn diese Geschichte nicht schon eine deutsche? Schwer zu beantwortende Frage. Aber ab wann kann man von deutscher Geschichte sprechen? Sicherlich war es in dieser Folge wichtig, die Vorbedingungen für eine deutsche oder allgemein für eine europäische Geschichte zu zeigen. Denn wie gesehen verläuft die deutsche und die französische Vorgeschichte Hand in Hand. Interessanterweise sind die späteren Erzfeinde und heutigen Freunde ganz am Anfang so etwas wie siamesische Zwillinge, getrennt eigentlich nur durch unterschiedliche Sprach- und Kultureinflüsse. Tatsächlich ist es so, dass mit der Sprachentwicklung auch die Entfaltung einer eigenen Identität einhergeht. So entsteht etwa um die Mitte des 9. Jahrhunderts das Altfranzösische aus dem Vulgärlateinischen, das in Gallien gesprochen wurde, und um 750 entstand im Osten das Althochdeutsche aus dem Zusammenwachsen der germanischen Stämme und Dialekte unter fränkischer Herrschaft. Somit könnte man ab dem 8. oder 9. Jahrhundert anfangen, von einer deutschen oder französischen Geschichte zu reden. Zunächst war es aber noch eine gemeinsame deutsch-französische Geschichte. Das in der nächsten Folge. Rückblick und Vorausschau. Zwischen der Absetzung des letzten römischen Kaisers Romulus und der Thronbesteigung Karls des Großen liegen etwa 300 Jahre. Ich versichere euch, dass während dieses Zeitraumes von 300 Jahren niemand in Europa geglaubt hat, das Römische Reich sei untergegangen. Schließlich gab es ja einen römischen Kaiser und der saß in Konstantinopel. Und die fränkischen Machthaber betrachteten sich selbst als Statthalter des römischen Kaisers. Als Karl der Große schließlich im Jahr 800 in Rom zum Kaiser gekrönt wurde, war das keine neumodische Schnapsidee, sondern die Rückkehr zur empfundenen Normalität. Wer sich dafür näher interessiert, der sollte sich mein zweiteiliges Video zum Untergang Roms anschauen. Der Link ist in der Beschreibung. Im 8. 9. Jahrhundert entsteht also das moderne Europa. Modern möchte ich hier im Kontrast zur Antike verstanden wissen. Westlich des Rheins entsteht die französische Sprache, östlich des Rheins die deutsche. Und damit etablieren sich auch unterschiedliche kulturelle Identitäten. Das ist der Beginn der konfliktreichen europäischen Geschichte, an deren vorläufigem Ende wir uns befinden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert bitte meinen Kanal und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann drückt auch auf die Glocke. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald.